In meiner Arbeit als Malerin arbeite ich an sich wiederholenden Strukturen, Linien und rasterähnlichen Elementen. So entstehen eher minimalistische und stille Bilder zum Thema Rhythmus. Schon lange ist Papier, besonders Altpapier, mein bevorzugtes Arbeitsmaterial. Hierbei kommt der Begriff Upcycling zum Tragen. Das Papier wird zum Beispiel grob zerrissen, fein geschnitten, geknickt, gefaltet, verleimt und teilweise wieder abgerissen. Überall im Alltäglichen und in der Natur gibt es wunderbare Beispiele zum Thema Rhythmus. In den letzten Jahren gibt es zwei unterschiedliche Arbeitszyklen zum Thema. Der erste Bereich, von dem hier einige Beispiele zu sehen sind, beinhaltet Bilder auf Leinwand in meist größeren Formaten. Auch hier arbeite ich gerne mit verschiedenen Papieren. In diesem Jahr 2020 taucht zum ersten Mal bewusst die Farbe Schwarz auf, zum Beispiel das Schwarz von Kohlepapier. Sehr farbige Streifen werden von Fotostreifen unterbrochen. Lasierende Acrylfarbe fließt in Schichten von dünnem Seidenpapier. Wellpappe entfaltet mit etwas Umbrapigment ein lebendiges Eigenleben. Bewegung und Individualität entwickeln sich durch bewusst gesetzte Störungen und Brüche in den Ordnungen und Reihungen. Hier haben wir ein Beispiel für eine Collage. Fast architektonisch durch die Querschnitte des Materials, durch die Pappe, ansonsten aus Altpapier zusammengesetzt und immer mit etwas Zeitgeschehen dabei. Man erkennt Buchstaben, wenn man möchte. Man kann sich aber auch einfach auf den Rhythmus des Bildes einlassen, auf die Möglichkeit des Wenigen. Sympathie mit dem Minimalismus, vielleicht auch einfach das Gefühl, das Bild könnte da weitergehen, genauso wie das hier. Ganz typisch für mich, eine grafische Auflösung, eher leise, ein stilles Bild hat für mich Bedeutung. Ich lebe an der Ostsee. Daher begeistern mich Strukturen von Sand, Wasser und Wind.
Collage und Decollage, eine Art Geben und Nehmen, gehören zum Arbeitsprozess. Auch das ist Rhythmus. Der zweite Arbeitszyklus, auch hier einige Beispiele, sind meine Papierreliefs. Fast schon dreidimensionale Reihungen, ausschließlich aus Altpapier mit seiner eigenen Farbe und Haptik. Man kann Fragmente von Zeitgeschehen in Form von lesbaren Buchstaben und Worten oder Fotoresten entdecken. Hier werden auch mal Werbung, morbide alte Zeitungsreste, eine Landkarte oder ein im digitalen Zeitalter unnütz gewordenes Wörter- oder Telefonbuch verarbeitet. Struktur und Rhythmus deutlich zu sehen. Wunderbare alte Wellpappe. Eigentlich ist es so, dass Rhythmus für mich bedeutet, unterwegs zu sein. Ich bin auf der Wanderung, ich bin am Forschen an dem Thema. Es geht weiter. Malerei ist ein Horizont hinter den Horizonten. Wunderbares Gefühl. Ich bin unterwegs.